Bereits zum 15. Mal findet am 1. September der Verkehrssicherheitstag auf dem Sachsenring statt. Gemeinsam mit zahlreichen Partnern hat der Landkreis Zwickau wieder für ein abwechslungsreiches Programm gesorgt. Miteinander, nicht gegeneinander, lautet das Motto in diesem Jahr. Was sich dahinter verbirgt, erfuhren die Vertreter der Presse bei einem Vororttermin an der Rennstrecke in Hohenstein-Ernstthal. Auf ein abwechslungsreiches und spannendes Programm zum Staunen und Ausprobieren können sich die Besucher des 15. Sächsischen Verkehrssicherheitstages am 1. September auf dem Sachsenring freuen. Für die Organisierung und Durchführung ist erneut der Landkreis Zwickau verantwortlich. Und das ebenfalls bereits zum 15. Mal. Wie in den Jahren zuvor steht die Veranstaltung auch diesmal unter einem bestimmten Motto. Das Motto dieses Jahr ist Miteinander, nicht gegeneinander, betrifft eigentlich alle Verkehrsteilnehmer, die an dem Verkehr teilnehmen. Das heißt eigentlich, ob Fahrradfahrer, LKW-Fahrer, PKW-Fahrer, jeder sollte ein bisschen mehr Rücksicht nehmen. Das ist eigentlich das Grundmotto und das wollen wir bei bestimmten Vorführungen, die dieses Jahr auch geplant sind, mal explizit darstellen. Das Thema Elektromobilität spielt in diesem Jahr eine zentrale Rolle. Einer der Partner des Verkehrssicherheitstages hat sich dazu etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Wir werden zum 15. Verkehrssicherheitstag sämtliche Facetten der Elektromobilität den Leuten sowohl die Handhabung erläutern, wie auch die Möglichkeiten der Probefahrten, der Testfahrten geben. Elektrofahrzeuge umfasst bei uns sowohl die Segways, also die Mobilitätshilfen, über Pedelecs, Elektroleichtkrafträder, Elektromotorräder bis zum ganz normalen handelsüblichen serienmäßigen Elektro-Pkw. Diese Fahrzeuge können auf der Gegengrade Probe gefahren werden und ich denke, der ein oder andere, der sich dafür interessiert und nicht immer die Möglichkeit hat, sofort an Ort und Stelle so ein Fahrzeug zu testen, kann das hier sehr ausgiebig tun. Sehr ausgiebig wurde dieses Angebot bereits zum Pressetermin genutzt. Am Start- und Zielturm konnten sich die Medienvertreter davon überzeugen, wie flott man mit einem Segway, einem E-Bike oder einem Renault Twizy unterwegs sein kann. Und dass ein Pedelec durchaus in der Lage ist, mit einem herkömmlichen Rennrad mitzuhalten, wird am 1. September ebenfalls unter Beweis gestellt. Neben der Demonstration von Elektromobilität gibt es aber auch noch andere Premieren für die Besucher des Familientages. Dieses Jahr neu dabei ist erst einmal auch die Polizeidirektion Zwickau, die auch mit dem Landeskriminalamt dort was vorbereitet hat. Das ist neu. Wir haben dieses Jahr neu auch WEMAS Absperrtechnik. Ist zwar nicht unbedingt gleich das Thema Verkehrssicherheit, hat aber dann im weitesten Sinne wieder was damit zu tun. Absturzsicherungen, Unfallstellen und solche Dinge. Und dieses Jahr auch neu die Saena Elektromobilität. Das heißt, die Sächsische Energieagentur wird sich darstellen, auch wieder mit dem Thema Elektromobilität. Auch vom eigentlichen Gastgeber, dem Fahrsicherheitszentrum am Sachsenring, dürfen die Besucher des 15. Verkehrssicherheitstages jede Menge Fun und Action erwarten. Also wir haben klassisch wie alle Jahre das Schnuppersicherheitstraining, das heißt, es steht kostenlos zur Verfügung. Kann jeder, der einen Führerschein hat, kann er sich anmelden und hier daran teilnehmen. Bei dem sind dann mehrere Stationen eingerichtet. Und dann, was noch spektakulär wird, wir haben auf Teilen des Sachsenring machen wir eine Taxifahrt mit erfahrenen Instruktoren, die wirklich in Realgeschwindigkeiten, also um die 100 km/h, mal Notmanöver, Bremsnotmanöver zeigen mit moderner Regeltechnik und zeigen auch, was passiert, wenn man so eine Regeltechnik nicht hat, was kann dort eigentlich passieren. Und das ist eine sehr interessante Geschichte und da werden auch über Teile des Sachsenrings dann gefahren, was sicher, glaube ich, beim Publikum sehr gut ankommen wird. Die zahlreichen Mitmachangebote sollen natürlich nicht nur Motorsportfreaks an den Sachsenring locken. Der Verkehrssicherheitstag ist in erster Linie ein Tag für die ganze Familie. Der Eintritt ist kostenlos und die Erreichbarkeit des Veranstaltungsgeländes für jedermann gewährleistet. Also weniger müde Leute haben wir wieder diesen Shuttlebus eingerichtet, vom Bahnhof Hohenstein-Ernstthal. Gibt es einen regelmäßigen Fahrplan, alle Viertelstunden verkehrt der Bus vom Bahnhof bis zum Veranstaltungsgelände. Und die letzte Fahrt wird dann zu 18.15 Uhr, 18.30 Uhr zurück sein, sodass ich auch jederzeit nehmen kann. Zeit für den 15. Verkehrssicherheitstag am Sachsenring nimmt sich auch wieder der sächsische Wirtschaftsminister. Sven Morlock wird die Veranstaltung am 1. September traditionell um 10 Uhr eröffnen.